Der Unterricht spielt sich ab in der Form von Gesprächen. Beuys stellt im Allgemeinen keine Themen. Die Schüler entscheiden selbst, womit sie sich beschäftigen wollen. Am Semesterende müssen die Arbeiten vorgezeigt werden. Wir wollen ja wieder die Dinge. An einem Nachmittag hatte jemand aus der Klasse zwei Hasen mitgebracht. Wie das Tiersein zum Menschsein in einer Beziehung steht. Einfach klar zu machen, es entsteht eine Diskussion, ob man diesen Hasen auch symbolisch verstehen kann. Das Beispiel mit dem Hasen kann für Beuys eine grundlegende Idee verdeutlichen. Abstrakte, rationale Begriffe und Systeme sollen aufgesprengt, Vorstellungen aus dem Bereich des Organischen sollen eingeführt werden. In Zukunft müsste das Evolutionäre in sich enthalten, im Sinne des Organischen. Also hier ist jetzt der Hase, sagen wir mal, einfach nur ein Zeichen für die Organik, die wir vortragen und die Organik einführen wollen in den etablierten Wissenschaftsbegriff. Woher stammt die Dynamik? Sie stammt natürlich aus dem Menschen, weil der mit der Geometrie so umgeht. Ja? Das heißt aber gleichzeitig auch, dass der Mensch eigentlich eine ganz reine Geometrie gar nicht aushalten könnte. Nein, er lebt ja nicht in der reinen Geometrie. Das ist doch keine Geometrie hier, was ich hier so bewege. Ich komme darauf nur, eigentlich ist es ja sehr interessant, dabei dann mal zu überlegen, wie dieses Moment des Intuitiven hereinkommt. Ja, Intuition ist zum Beispiel. Aber mit der Intuition erreicht man ja gerade ein Gebiet, was man mit der formalen Logik, also mit dem Denken, dem logischen Denken, nicht erreicht. Beuys war wie so eine Hebamme. Es war im Gegensatz zu vielen anderen Professoren sonst auf der Akademie, das ist immer das Problem, die letztendlich so Schüler, die ihre Schüler letztendlich in ihre eigene Richtung hineinbringen, ob sie es wollen oder nicht. Das gab es bei Beuys überhaupt nicht. Sondern es war sogar so, ich war ein ganzes Jahr lang Schüler bei ihm und wusste überhaupt nicht mal, dass er irgendwelche ausstellbaren Sachen produzierte. Für mich war zum Beispiel am Anfang völlig klar, dass seine Kunst seine Lehrtätigkeit ist. Und ich war darüber sehr glücklich. Ich dachte, endlich triffst du mal auf einen Künstler, der jetzt wirklich einen Kunstbegriff praktiziert, der sich auf den Menschen bezieht. Und nach einem Jahr bekam ich dann eine Einladung für die erste Ausstellung am Mönchengladbach. Das war 67 im Herbst. Ich fiel aus allen Wolken, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte, dass dieser Beuys also auch Dinge produziert, die man ausstellen kann. Wir hatten rund 600 Besucher zur Eröffnung in dem kleinen Museum damals in Mönchengladbach, das ein Provisorium war und manche sagten, das ist kein Museum, es ist eine Vierzimmerwohnung, war dieser Besucherandrang kaum zu bewältigen. Das Echo nach außen war ausgesprochen positiv, Presseecho zum Beispiel, aber nach innen hin gab es schweren Ärger, das heißt in der Stadt, bei der Bevölkerung, weil das, was dort gezeigt wurde, dem Kunstbegriff einer breiteren Bevölkerung natürlich völlig zuwiderlief. Das Schicksal der Akademien, das Schicksal der Schulen, das Schicksal des gesamten Bildungswesens, Wesens hängt davon ab, inwieweit die Schulen sich von einer Verwaltung durch den Staat befreien können. Wie kann sie diese befreien? Kein Ersatz für Beuys. Mit dieser Parole solidarisierten sich gestern und vorgestern Studenten der Düsseldorfer Kunstakademie mit ihrem Lehrer Professor Josef Beuys, der sich einer Anordnung des Wissenschaftsministeriums widersetzt hatte und deshalb vom Minister fristlos entlassen wurde. Beuys wollte die Aufnahme abgewiesener Studienbewerber erzwingen und hatte deshalb mit einer Gruppe seiner Anhänger das Sekretariat der Kunstakademie besetzt und damit die Arbeit praktisch lahmgelegt. Beuys wollte Studenten, die von der seit langem chronisch überfüllten Akademie abgewiesen worden waren, wenigstens für zwei Semester in seine Klasse aufnehmen, um allen Bewerbern die gleichen Startchancen zu ermöglichen. Sie können sich vorstellen, dass die Sekretariatskräfte in dem kleinen Raum nicht arbeiten konnten, weil 80 Kunstjünger unkünstlerisch herumstanden. Sie stellen es sich so vor, dass in den weiteren Tagen Ihr Unterricht normal weiterläuft?
Ja, das stelle ich mir so vor. Sie erwarten aber nicht nur heute, sondern auch in der nächsten Zeit. Das heißt, in alle Zukunft hinein. Sie erwarten also keine weiteren Maßnahmen vom Wissenschaftsministerium? Nein, ich erwarte die nicht. Sie würden weiter durch diese Tür gehen? Ja, aber sicher. Tag für Tag? Ja. Ich habe gesagt, und wenn Sie mit Panzern kommen, werde ich weiter unterrichten. Ich habe, nachdem Herr Professor Beuys sich nicht entschließen konnte, das Sekretariat zu räumen, daraufhin Herrn Professor Beuys gestern aus seiner Tätigkeit in der Kunsthochschule und als Landesbediensteter entlassen. Ich weiß, dass ich ihn an dem Abend, als die Nachricht im Radio verbreitet wurde, habe ich ihn angerufen und habe ihm gesagt, was machst du jetzt? Ja, sagte er, was kann ich schon machen? Ich sage, sehr viel. Du musst sofort alle juristischen Wege beschreiten, um diese Entlassung zu bekämpfen. Er fragte mich, wie kann ich das anfangen? Ich sage, könntest du zum Beispiel zu Augstein fahren? Augstein hatte gerade einen großen Prozess gegen Franz Josef Strauß gewonnen. Ich sage, du könntest zu Augstein fahren, ihm mit ihm besprechen und ihm fragen, ob er für dich etwas unternimmt. Aber Augstein hat das nicht gewollt. Und dann hat Beuys durch alle Instanzen gekämpft, bis zum Bundesarbeitsgericht. Das hat 6 Jahre gedauert und endete mit einer Rehabilitation. Wollen Sie Bundeskanzler werden? Bitte? Ja, das ist die beste Frage des Abends. Bitte? Die beste Frage. Ja, Sie schließlich würde ich es werden, ja. Wenn man, sicher, warum nicht? Dann würde ich da mal so dran drehen. Und wer gibt dann die erste Ohrfeige? Ich würde auch zum Beispiel Papst werden, ja. Einer der Studenten erzählt ihm groß und breit von einem Bild. Und Beuys nach einer Weile dreht das Bild um und sagt, also, das Bild kannst du mir auch erzählen, brauche ich nicht anzusehen. Und klopft ihm auf die Schulter und sagt, jeder Mensch ist ein Künstler, bloß du nicht. Und dann geht er mit seinem berühmten Lachen. Josef, heute fliegen wir wieder zurück nach Deutschland. In den letzten Tagen hast du eine Unmenge von Interviews über dich ergehen lassen und mit sehr vielen Gruppen diskutiert. Du hattest hier in den USA, das heißt ganz konkret in New York, in Chicago und Minneapolis, nirgendwo eine Ausstellung, sondern hast nur mit den Leuten gesprochen. Glaubst du nachträglich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gewählt wurde, in Amerika persönlich deine Vorstellungen und Ideen über Kunst und Politik vorzutragen, nachdem du in den letzten 10 Jahren fast alle Einladungen aus Amerika ausgeschlagen hast? Ja, wir sind erstmal Zigarre rauchen. Klaus, das stimmt mir eine Anhörung mal, ja. Wir haben im Flugzeug auf der Hinreise im Flugzeug einen Film gesehen über John Dillinger. Und Beuys gab schnell zu erkennen, dass er eine Affinität zu diesem österreichischen Supergangster hatte. Und er war auch genau informiert über das Leben von John Dillinger. Und als wir in Chicago waren und das fast im Originalzustand erhaltene Kino-Biograph sah, hat er sofort eine kleine Aktion gestartet, indem er in den Kinoeingang ging, dann rausstürzte, es war so ein Schneematsch, ein bisschen hinfiel noch, dann in die Seitengasse rannte, in der John Dillinger tatsächlich erschossen wurde. Er ist verraten worden durch eine Freundin, war über den Lebenslauf bestens informiert. Und als ich dann auch fragte, was verbindet dich mit John Dillinger, dann war das natürlich seine Antwort, es ist die fehlgeleitete Kreativität. Aber große Gangster sind in der Regel sehr kreativ. Und da ist bloß was falsch gelaufen, eine falsche Richtung.